Good morning in the morning, ihr Lieben. Heute ist der 23. Oktober. Ich bin die Tina. Ich reise mit meinem Minicamper Tuesday durch Deutschland und zeige euch schöne Orte und mein Camperlife. Und heute in diesem Video fahren wir den Roadtrip historische Stadtkerne Brandenburg weiter und es geht zu meiner Stadt Nummer 24 nach Lübbenau. Geschlafen habe ich hier in Luckau, das ist ganz in der Nähe von Lübbenau, auf dem Wohnmobilstellplatz, den schwenke ich euch mal rum. Der kostet 5 Euro für 24 Stunden, da könnt ihr dort am Parkscheinautomat bezahlen und vorne der Pkw-Parkplatz ist kostenlos. Hätte ich mich auch hinstellen können, ich wollte aber hier hinten stehen, weil es hier am Park, am ehemaligen Lagerpark, schön ruhig ist. Und das war's auch. Der Platz war richtig, richtig ruhig. Und jetzt ist es schon Mittag, weil ich nämlich erst ein bisschen gewartet habe, bis es ein bisschen wärmer wird. Es waren nur 4 Grad oder 3 Grad heute Nacht und drinnen Tuesday hatte ich 10 Grad. So, ja, jetzt stehe ich hier aber ziemlich schattig. Also für den Sommer ist der Platz easy, weil, guckt mal, die Sonne geht da hinten auf. Da ist sie. Da seht ihr sie. Und ihr habt hier überall Bäume. Das heißt, man steht hier schön schattig. Aber im Winter oder im Herbst kommt natürlich die Sonne auch später aufs Auto und heizt es dann dementsprechend nicht. Ja, da müsste man sich hier einen Sonnenplatz aussuchen. Aber wie gesagt, wenn man nachts ankommt, weiß man dann auch nicht, wo morgens die Sonne ist. Ja, aber egal, ich fahre sowieso jetzt weiter. Ich will ja nach Lübbenau mit euch und das gucken wir uns heute an. Ja, habt viel Spaß beim Video. Guckt mal, ihr habt da sogar einen Wasseranschluss und eine Entsorgung für Grauwasser. Das WC ist da drüben, da müsst ihr darüber gehen. Und könnt ihr hier entsorgen, hier vorne auf dem Busparkplatz ist das hier an dem Häuschen. Klasse! So, jetzt gehen wir nochmal das WC angucken, ob das Geld kostet. Hier ist die Baumkontrolle unterwegs. Hier sind die Öffnungszeiten von 6 bis 20 und 50 Cent kosten die Toiletten. Und hier in den roten Tonnen, da liegt schon Müll, da mache ich meinen Müll auch noch mit rein. Perfekt. First Step, ich bin beim Kaufland. Ich will da nämlich was gucken. Ich suche immer noch die Sardinen. Die gibt es beim Lidl nicht mehr. Die haben die aus dem Angebot genommen. Also die werden die auch nicht mehr nachkriegen. Und jetzt muss ich mal gucken, was die hier kosten, weil das macht sich gut. Das kann ich gut essen. Und das ist immer gut, wenn ich jetzt so keinen Bock auf was anderes habe oder nicht dabei habe. Jetzt muss ich mal gucken, ob die beim Kaufland welche haben. Und beim Aldi, den habe ich hier auch gleich. Da werde ich auch nochmal gucken. Ich bin jetzt schon in Lübbenau. Von Luckau aus sind das 17 Kilometer. Und das hört sich doch gut an, ne? 17 Kilometer dann hier rüber nach Lübbenau. Ich steuere dann aber erstmal einen Pkw-Parkplatz in der Stadt an. Ich muss dann halt mal gucken, wie ihr mit dem Wohnmobil hier parken könnt. Ich muss erstmal schauen, was die hier für Parkplätze haben. Ich denke mal, das dürfte jetzt auch nicht mehr ganz so voll sein, weil in der Sommersaison ist natürlich hier viel mehr los, wegen der Kahnfahrten und alles. Mann, ich bin heute echt fleißig. Guckt mal, eingekauft, Sardinen gebunkert. Dann habe ich mal an Zitronensäure gedacht. Die kommt ins Toilettchen ja immer rein. Ja, und Weihnachtskaffee von Starbucks gibt es auch schon. Jetzt werde ich das alles verräumen und dann geht's weiter. Ich bin jetzt auf dem Pkw-Parkplatz an der Dampfstraße gefahren. Ich habe auch die zwei Wohnmobilstellplätze, die hier von der Stadt sind, schon gesehen. Der eine ist hier in der Dampfstraße auf dem Busparkplatz, der andere am Bahnhof. Da habt ihr halt die Bahnhofsgeräusche dann, ne? Die kosten beide 25 Euro 24 Stunden. Ich gehe dann aber bei dem hier nochmal gucken, ob der irgendeine Taste hat, dass ihr auch nochmal die Stadt angucken könnt und dann weiterfahren. Das weiß ich jetzt nicht genau. Die Pkw-Parkplätze hier in Lübbenau muss man auch bezahlen. In Lübbenau muss man alles bezahlen. Lübbenau ist die gehypte Gegend in Brandenburg. So, entscheidet selber, ob ihr da hinfahren wollt, ob ihr das unterstützt und ob ihr euch das angucken wollt nach dem Video. Ich zeige euch, was es hier zu sehen gibt. Außer natürlich dieses Kahnfahren und dieses Bespaßen. Das ist ja nicht meins. Gurken und Kahnfahren kann man hier. Ja, das lasse ich aus, das wisst ihr. Aber was es hier vom historischen Stadtkern zu sehen gibt, das zeige ich euch und dann entscheidet, ob ihr hier hinfahren wollt oder nicht. Bis gleich. Ach so, ich esse jetzt erstmal. Es ist nämlich schon 13 Uhr. Parkschein geholt, 8 Euro habe ich jetzt bezahlt. Das ist die Tageskarte, die geht bis 18 Uhr. Und der bezahlt werden muss hier von 8 bis 18 Uhr. Es steht nicht, dass man hier für das Geld nie übernachten darf. Das steht hier nie. Also es steht keine Höchstparkdauer dran.
theoretisch kann man den 24 Stunden beparken und 8 bis 18 Uhr bezahlen. So, das habe ich gemacht. Es gibt doch nicht anders. Es gibt nur diese 8-Euro-Karte. Zumindest geht es bezahlen leicht. Ihr könnt mit EC-Karte bezahlen. Einfach vor den Sensor halten, zweimal. Also das zeigt das alles an und dann druckt es das Ding aus. Kann man nicht viel verkehrt machen. Hier haben wir kleine Infos am Wohnmobilstellplatz. Hier sind wir jetzt, wo das Rote ist. Und wo der blaue Kreis ist am Bahnhof, da habt ihr eine Entsorgung dabei. Ver- und Entsorgung gibt es also am Bahnhof an dem Parkplatz. Hier ist Toiletten. 1 Euro kosten die. Und hier haben wir den Platz. Parkgebühren. Täglich 1 Stunde 5 Euro. Also könnt ihr hier auch Kurzzeitparken machen. 1 Stunde 5 Euro und die Tageskarte 25 Euro. So, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt seht, deswegen habe ich es euch vorgelesen. Ach, hier unten steht es nochmal. Guckt mal. Und guckt, hier könnt ihr auch wieder Easy Park nutzen. Und jetzt gehe ich mit euch in die Stadt. Wird es mal Zeit, ne? Haben wir schon ewig über Wohnmobilstellplätze gelabert. Hier hinter mir sind schon Skulpturen und ich laufe jetzt mal hier runter und versuche mal zur Touristinfo zu kommen. Wir sind jetzt im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in der Niederlausitz unterwegs. Da liegt Lübbenau. Ja, und der Name Lübbenau, der leitet sich wahrscheinlich vom Personennamen Lubin ab. Das ist slawisch und bedeutet der Friedliebende. Ja, und das ganze Gebiet war hier auch mal slawisch. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Lübbenau 1315. Eine Stadtmauer brauchte es hier nie, weil das ganze Gebiet hier oder die Stadt von Wald und von Fliesen umgeben war. Die haben einen natürlichen Schutz geboten und so richtete sich die Bebauung hier nach den topografischen Gegebenheiten. Ja, im Schutze einer slawischen Burg entstanden dann hier in Lübbenau erste Siedlungen und 1430 rum war hier die Bevölkerung zur Hälfte slawisch und zur Hälfte deutsch. Und hier, ich bin jetzt in der Max-Plessner-Straße 19, habe ich ein Gebäude gefunden, wo was dran steht. Seht ihr es da? Das sage ich euch jetzt. Und zwar wurde das 1905 errichtet. Wir springen mal ein bisschen von 1430 nach 1905. Das Gebäude war das erste Kraftwerk Lübbenaus und lieferte bereits 1905 Strom. Nach 1921 wurde ein Teil des Gebäudes als Trafostation genutzt. Der andere Teil wurde 1926 zur Warmbadeanstalt umgebaut, die bis 1970 in Betrieb war. 1929 kam der achteckige 30 Meter hohe Wasserturm hinzu. Den seht ihr da hinten. Und hier seht ihr die typischen Spreewaldkähne in Kunst. Und da auch noch einer. Ich bin jetzt in der Poststraße. Das ist das süß, Leute. Da guckt eine Giraffe, die Arsche. Das muss doch die Arsche sein, oder? Aber ja. In der Stadtgeschichte gehen wir aber nicht so ganz so weit zurück, sondern wir gehen ins 16. Jahrhundert. Da siedelte der Standesherr hier von Lübbenau holländische Tuchmacher hier an. Die kamen im Stadtteil Recklin unter. Und die produzierten dann feinstes holländisches Tuch. Das aber kaufte kaum jemand, weil in fast jedem Haus wurde hier gewebt, und zwar Leinen. Ja, und das trugen auch die Spreewälder. Und um nicht zu verhungern, haben die Holländer dann ein anderes Gewerbe angefangen. Die haben Gurken eingelegt. Und so entstanden die berühmten Spreewälder Gurken. Hier gibt es die Original-Spreewälder Plinse. Was ist das? Hier im Spreewald ist eine Plinse einfach ein Crepe. Hier sind übrigens auch noch Parkplätze links und rechts der Poststraße. Da kommt ihr noch näher an die Altstadt ran. Hier gibt es überall Toiletten. Und hier gehen überall diese kleinen Kanäle lang. Da könnt ihr auch mal so rangehen und runtergehen. Hier haben wir schon einen davon. Ja, im 19. Jahrhundert gab es hier 20 große Einlegereien für Gurken. Heute gibt es noch 5, die noch existieren. Also ihr seht schon, welche Bedeutung damals die eingelegten Gurken hier hatten und auch heute noch haben. Touristinfo gefunden. Da ist die Altstadt. Und da hinten geht es auch weiter und da ist die Kirche. Gehen wir noch hin. Und hier im Spreewald, da gibt es ja den berühmten Spreewald-Krimi.
Und da gibt es hier einen Spreewald-Krimi-Rundgang, wo man da langkommt, wo der gedreht wurde an den Drehorten. So, jetzt habe ich mir eine Karte geben lassen hier vom Stadtrundgang und das Haus für Mensch und Natur, das ist hier, da ist eine Ausstellung drin. Da sind wir jetzt in der Schulstraße und hier startet das Ganze. Jetzt stehe ich hier vorm Haus für Mensch und Natur, heißt das so? Haus für Mensch und Natur, ja. Das ist die Schulstraße 9 und errichtet wurde das Gebäude 1898 steht da oben dran, hier steht 1899. Von 1899 bis 1946 wurde das Gebäude als Mädchenschule benutzt. Ja, und 1901 zog dann zusätzlich die Volksbibliothek in die Räume mit ein. Ja, und heute ist hier das Museum drin. Es geht im Spreewald einfach mal viel um Natur. Dienstag bis Sonntag. 10 bis 17 Uhr ist die Ausstellung hier geöffnet, könnt ihr euch angucken. Ich gehe aber weiter, weil ich will die Architektur sehen. Und hier steht was von dem ältesten Fachwerkhaus. Das suche ich jetzt mal. Und das Fachwerkhaus da drüben ist seit 1859 im Familienbesitz. Da ist eine Kirschner-Familie drin, hat da ihre Wohn- und Arbeitsstätte. Und gebaut ist das im 18. Jahrhundert. Richtig schönes altes Fachwerk hier noch in Lübbenau. Wir müssen aber jetzt hier diese Straße runter. Weil da geht es zur Brauerei und da geht es auch zu dem ältesten, eins der ältesten Fachwerkhäuser. Kleinste Brauerei im Land Brandenburg, Lübbenauer Babenbier. Babenbier. Schauen wir mal. Das wird hier interessant. Der ältesten Fachwerkgebäude. Es gibt hier einen Rundgang von der Stadt Lübbenau, da gehört dieses Haus dazu und von den historischen Stadtkern gibt es auch nochmal Informationen an vielen Häusern. Errichtet um 1790 für den Ackerbürger Karl Grüger als zweigeschossiger Fachwerkbau in der damaligen Schuhmachergasse, heute Mittelstraße. Das Gebäude ist heute Wohnhaus. Sehr schön. Ihr könnt dann, wenn ihr beim Museum seid, gleich hier rechts rumgehen, dann kommt ihr zu dem Haus. Die Brauhausgasse sollte uns doch zur Brauerei führen, oder? Hier merkt man, dass viele Fachwerkhäuser noch da sind, an der Seite wieder. Wenn ihr an die Seite guckt, seht ihr das Fachwerk da dran. Vorne sind sie oft verputzt. Brauhaus Lübbenau. Kleinste Brauerei im Land Brandenburg. Heute 16 bis 20 Uhr geöffnet. Na, ist das hübsch. Brandenburger Bierstraße. Also für alle Männer, es gibt eine Brandenburger Bierstraße, die ihr fahren könnt. Von Brauerei zu Brauerei. Das ist die Brauerei hier von Erich Babben seit 1928. Sind wir in der Fischerstraße,
Fischerstraße 5, Fachwerkhaus, errichtet 1780. Hier lebte die Weberfamilie Hollmach. Traditionell hatten sie Felder im Spreewald. Dort wurde Leinen angebaut, ein Spreearm, das Hollmachsvlies, zeugt heute noch davon. Seit dem Jahr 2000 wurde das Wohn- und Geschäftshaus, die Scheune und der Brunnen von 1785 sowie ein weiteres Fachwerkhaus auf dem Hof von uns saniert. Familie Brüggemann-Riemer. Wunderschön gemacht. Eine Malerin. Und auf der anderen Seite auch Fachwerk. Und jetzt kommen wir zum Torhaus. Die Straße, die hier durchgeht, die war früher ein Vlies. Hier ging also Wasser lang mit einem kleinen Treidelpfad daneben lang. 1843 wurden die Fliese hier dann zugeschüttet und die Straße errichtet. Ja, und das Gebäude, das diente dann als Rathaus, als Gefängnis. Und heute ist das Spreewaldmuseum da drin. Und hier sitzt wieder einer dieser Pinocchio-Figuren. In einem alten Brunnen. Das Torbogenhaus, schön mit einer alten Tür. Groß ist es. 1850 errichtet, früher das Rathausgericht und Gefängnis. Von April bis Oktober hat das Dienstag bis Sonntag 10:30 bis 18 Uhr offen und im Winter die restlichen Monate Dienstag bis Sonntag 11 bis 16 Uhr, wenn ihr da rein wollt. Und hier ist der Torbogen. Und hier stehen wir jetzt auch vor einem der ältesten Fachwerkhäuser der Stadt, 1772 errichtet in der Ehm-Welk-Straße 24. Das Fachwerk wurde erst wieder freigelegt und zu seiner Errichtung war das Gebäude wahrscheinlich freistehend. Wir nähern uns jetzt der Nikolaikirche. Warum da oben Rathaus dran steht, das konnte ich jetzt nicht rausfinden. Hier hinter scheint es nicht zum Rathaus zu gehen, aber vielleicht war das mal das Rathaus. Jedenfalls ist jetzt ein Tante-Emma-Laden drin. Also auf zur Nikolaikirche. Das ist der nächste Stop. Der Stadtrundgang hat am Torbogenhaus da noch weiter rausgeführt bis zum Bahnhof hoch. Da gibt es noch Informationen über Tagebau und so ein Gedöns. Interessiert mich nicht, könnt ihr euch vorstellen. Aber an diesem Haus hier, mit dem Rathausaufschrift, mit der Rathausaufschrift, steht nichts dran. In dem kleinen Laden hier gibt es auch Leinöl von der Kanomühle und da wird gebacken und gekocht. Jetzt macht sie gerade Buletten. Und ich bin ja neugierig, ihr wisst ja, ich habe die Frau da drin jetzt mal gefragt, dass hier hinten war tatsächlich mal das Rathaus. Und zwar die Wohngebäude, die jetzt hier umgebaut sind. Beherbergten früher das Rathaus der Stadt. Krass, sieht man gar nichts mehr. Es gibt jetzt ein neues Rathaus. Lübbenau ist nicht ohne Rathaus. Ich habe sie gefunden. Seht mal, Lübbenau ist nicht viel, was man da angucken kann von den Stadtkernen. Da hat die Stadt noch mehr drauf, aber wir müssen noch hier in den Schlosspark. Die Stadtkirche St. Nikolai wurde erbaut 1738 bis 1741 und zwar im Stil des sächsischen Barock. Ursprünglich gab es hier im 15. Jahrhundert aber schon eine Kirche. Die heutige St. Nikolai ist nach Plänen von Gottfried Findeisen erbaut und gilt als eine der wertvollsten Barockkirchen Brandenburgs und verfügt über eine Innenausstattung im Rokoko-Stil. Der Kirchturm wurde 1777 bis 1778 erbaut und ist fast 60 Meter hoch. Das Fundament der Kirche besteht zum Teil aus Holzpfählen und zum Teil aus Feldstein. Täglich außer an Veranstaltungen 10 bis 18 Uhr offen. Offene Kirche. Thank you.
Jetzt wollte ich gerade zum Hafen mit euch gehen. Aber hier in der Apothekengasse ist es auch hübsch, ne? Da machen wir nochmal schnell einen Abstecher. Überall hier so eine Skulpturen, Dings da, mit Schriftzeichen, Runen drauf. Also die Kirche ist sehr hübsch, könnt ihr mal reingehen, gucken. Da stehen auch noch zwei Särge rum von den der Gräfin und dem Grafen hier, von den Lunar heißen die. Also die Linie heißt Lunar. Was ich gesehen habe, ist der eine Lunar ist verheiratet gewesen mit einer Solms Baruth vom Schloss Baruth. Ja, interessant, wo sie dann überall hin verschlagen hat, die Mädchen hier in Brandenburg. So, jetzt gehen wir wirklich zum Hafen. Ach so, was ich euch noch erzählen wollte, das Besondere an dieser Plinse, habe ich in der Touristinfo gefragt, ist, dass die mit Hefe gebacken wird. Und jetzt sind wir am kleinen Hafen hier in der Dammstraße. Da stehen die typischen Spreewaldkähne, mit denen ihr dann hier gefahren werdet. Ah, guckt mal da vorne. Da kommen wir dem Tourismus näher. Aber wir müssen auch zum großen Hafen. Da will ich noch mal was gucken. Da hinten ist die Kirche. Und auf der anderen Seite sieht es auch sehr schön aus. Und überall könnt ihr hier Gurken kaufen. Ah, die wohnen schön da am Wasser. Das gefällt mir. Hier gibt es allerlei Gedöns. Postkarten. Und eine Galerie. Leinölstippe. Da soll es die besten Plinsen geben. Ja, gegenüber vom Hafen, vom großen Hafen, soll man die Plinsen probieren. Das hat mir in der Touristinfo jemand gesagt. Und das mache ich jetzt. Die ist jetzt mit Zucker und Zimt und mit Apfelmus. Eine typische Spreewälder Plinse. Da drüben die ganzen Geschäfte da, das ist die Spreewälder Gurkenmeile am großen Hafen. Und hier kommen jetzt die Boote alle zurück. Und da seht ihr eine der typischen Spreewälder Brücken, die Bänke heißen. Hier sind die Kähne, so sehen die aus. Und der Hintergrund seht ihr schon den Schlosspark. Und da ist die Orangerie. Da wollen wir auch noch hin. Und dann gehört dazu, von den historischen Ortskernen oder Stadtkernen, gehört auch noch das Museum in Lehde. Das ist aber ein ganzes Stück weg. Da könnt ihr eine Wanderung machen, aber das schaffe ich heute nicht mehr. Oder ich habe euch ja gerade gezeigt, ihr könnt auch mit dem Kahn dahin fahren. An der Seite bei den Bänken, aka Brücken, gibt es so eine Schienenleiste. Da könnt ihr das Fahrrad auch drüber schieben, wenn ihr mit Fahrrad unterwegs seid. Wir gehen jetzt mal noch zum Schloss rüber. Und wenn wir einmal hier sind, fangen wir doch gleich mit der Orangerie an. Errichtet 1820 im klassizistischen Stil, ist das Besondere daran die 12 dorischen Säulen. Da gibt es nämlich einen Säulengang, zeige ich euch gleich. Ja, der Park wurde im 19. Jahrhundert nach Plänen von Peter Joseph Lenné als Landschaftspark, als englischer Landschaftspark angelegt. Und im südlichen Kopfbau befand sich die Wohnung des Gärtners. Da seht ihr die 12 dorischen Säulen. Und ich nehme mal an, dass da oben mal Fenster drin gewesen sind. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch Fenster.
Hier könnt ihr durch den Säulengang flanieren. Sehr schön, ne? Und da mal einen Blick reinwerfen. Da gibt es bestimmt Veranstaltungen. Ein sehr schöner Park zum Durchflanieren. Schloss Lübbenau war ursprünglich eine Wasserburg. Und von der Burg habe ich euch ja schon berichtet. Das Gelände geht auch hier nach oben, was für typisch für eine slawische Burg spricht. Diese Geländeerhebung, da oben war ja immer ihr Burgwall. Ja, und es war eine Wasserburg, die im 16. Jahrhundert zum Schloss umgebaut wurde. Der schöne Schlosspark hier gehört zu den ältesten gartengestalterischen Anlagen hier in der Niederlausitz. Und seine Wurzeln gehen schon ins 16. Jahrhundert zurück. Er wurde zeitgleich angelegt mit dem Muskauer Park. Im Muskauer Park war ich auch schon mit euch in Bad Muskau. Ja, und der Schlossgärtner Freschke, der zuvor für Peter Lose Flené tätig war, hat den hier gestaltet. Hier ist der Schlossnahebereich. Da könnt ihr hier rumflanieren ums Schloss und um die Remise und die Orangerie. Im Schloss kann man übrigens auch übernachten. Oder ihr könnt hier über die Brücken noch ein Stück weiter rausgehen in den Landschaftspark. Schloss Lübbenau, errichtet im 16. Jahrhundert als dreiflügeliges Renaissance-Schloss und seit 1621 im Besitz der Familie der Grafen zu Linard. Habe ich euch an der Kirche schon gezeigt, die Särge und die Inschriften, die da sind, sind auch alle von dieser Familie. Das waren die Herren hier zu Lübbenau. Zwischen 1818 und 1820 Umgestaltung des Schlosses nach Entwürfen von Karl August Benjamin Siegel im klassizistischen Stil. 1839 gab Architekt Hohmann dem Schloss sein heutiges Aussehen. Das Schloss ist auf einem ungewöhnlichen V-förmigen Grundriss errichtet. Der letzte Standesherr Wilhelm Friedrich Graf zu Linard war als Adjutant des Generalfeldmarschalls Erwin von Witzleben an den Vorbereitungen zum Hitler-Attentat am 20.07.1944 beteiligt und wurde durch das Nazi-Regime hingerichtet. Nach der Enteignung des linarischen Familienbesitzes diente das Schloss als Lazarett, ab 1945 als Krankenhaus und später als Computerausbildungszentrum. Nach der Rückübertragung an die gräfliche Familie 1992 wurde das Schloss schrittweise zum Hotel umgebaut. Und das Gebäude hier ist der Marstall, errichtet 1745, ein Dokument aus dem Jahre 1742 erwähnt Planung zum Bau eines Bedientenhauses. Wenige Jahre später wurde es fertig. Tatsächlich wohnten im Marstall zeitweise Kutscher, Hofrichter und weitere Angestellte des Rentamtes, wobei es immer wieder auch als Interimswohnung für Mitglieder der gräflichen Familie genutzt wurde. Es ist vermutlich das älteste Wohnhaus in Lübbenau. Nach 1900 wurde das Gebäude Efeuhaus genannt, da es völlig mit Efeu bewachsen war. In den Jahren 1960 bis 1962 wurde der Marstall für Wohnzwecke renoviert und als solches bis 2008 genutzt. Jetzt gehört es wieder zum Hotel. Wunderschön. Und hier haben wir noch die alte Kanzlei, errichtet 1745 bis 1748, gebaut als Gerichtsgebäude für den gräflichen Hofrichter. Die hatten einen Hofrichter, Mensch, der hatte ein ganz schön großes Haus. Und wenn wir jetzt hier rausgehen, sind wir wieder am kleinen Hafen und gehen wieder in die Stadt rein. Also der Park und das Schloss ist das Highlight hier. Kann ich euch empfehlen, da mal durchzuflanieren und vielleicht auch mal eine größere Runde im Park zu gehen. Zu meiner eingänglichen Frage, ob es sich lohnt, nach Lübbenau zu kommen? Ja, es lohnt sich. Ich würde euch aber empfehlen, im Herbst hierher zu fahren oder im Frühling, wenn schönes Wetter ist, dann ist es nicht ganz so touristisch überlaufen. Und man hat ein bisschen mehr Freiraum, wenn ihr das mögt. Wenn ihr Touristenmassen liebt, dann könnt ihr auch im Sommer herkommen. Außerdem, sage ich mal, sind jetzt hier kaum Mücken.
Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja, und wenn ihr hier mit Booten unterwegs seid, dann ist es auf alle Fälle empfehlenswert, den Spreewald mal mitzumachen und eine Bootswanderung zu machen auf dem Wasser. Es ist mittlerweile 16 Uhr und ich muss mal überlegen, ob ich heute hier bleibe auf dem Parkplatz und dann noch nach Lede mit euch fahre und wir uns das noch angucken. Es gibt ja noch ein paar Schmankerl hier, die man noch mitnehmen kann, wenn man hier in Lübbenau ist.